Relecki hat eine Fackel, der macht den. Ja, der macht den. Hagenstamm hat vorhergesagt. Strzelecki kann das selber machen. Welch ein Strich von Dennis Strzelecki. Überragendes Tor. Dennis Strzelecki von den Wasserfreunden Spandau hat 5-mal getroffen im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Marseille. Dennis, 5 Tore. Wo würdest du dieses Spiel einordnen in deiner bisherigen Karriere? Ich denke, das ist eins meiner besten Spiele gewesen für Spandau. Ich bin auch froh, dass ich jetzt schon 6 Jahre hier bin und auch meine Qualität zeigen konnte. Und in dem Spiel gegen Marseille hat es dann auch geklappt. Du hast russische Wurzeln, bist in Russland geboren. Wie viel davon steckt in mir und wie kommt das zum Tragen? Das Witzige ist, meine Mannschaftskollegen nennen mich immer sibirischer Bär, weil ich halt einen großen kräftigen Körper habe. Und ich denke, das hilft mir schon sehr, dass ich da russische Wurzeln habe, die ja meistens immer so ein bisschen kräftiger sind. Und, ja. Ich komme gar nicht so hoch aus dem Wasser raus, aber ich glaube, ich habe einfach genetisch so einen starken Wurf. Der kommt dann halt auch manchmal präzise, manchmal nicht so. Aber solange der hinten im Netz zappelt, denke ich, ist das Ziel erreicht. Kann man sagen, Wasserballer muss das und das trainieren oder ist das ein Komplettpaket? Tatsächlich musst du als Wasserballer deinen ganzen Körper trainieren. Also von Schultern, Brustmuskeln, Beine, du brauchst eigentlich alles im Wasser. Du bist auch mit deinem ganzen Körper im Wasser und musst auch dann irgendwie deinen Körper rausbringen aus dem Wasser mit Beinen. Für den Wurf brauchst du starke Arme, starke Brustmuskulaturen. Also du musst halt deinen ganzen Körper im Gym zerstören und da lassen. Beschreib mal diese Konstellation, weil wenn Barceloneta jetzt parallel gegen Marseille gewinnt, ihr gewinnt gegen Vuliagmeni, das ist ja schon ein Fingerzeig in der Gruppe. Das ist auf jeden Fall. Also wir gehen sowieso in jedes Spiel rein, dass wir gewinnen wollen, sodass wir gewinnen wollen. Und ja, wir gehen auch jetzt ins nächste Spiel gegen Vuliagmeni so rein, dass wir gewinnen wollen und das bestmögliche Ergebnis im Wasser zu zeigen. Vuliagmeni, was ist das für ein Gegner? Ich persönlich habe noch nie gegen Vuliagmeni gespielt, aber die kommen aus Griechenland. Griechenland ist eine Top-Nation im Wasserball und ich denke, es wird wieder ein sehr spannendes Spiel.